Elsie Mills-Tetti vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR versucht, Ordnung in die Schlange der wartenden Mosambikaner zu bringen. Die Flüchtlinge bekommen eine Nummer und werden dann nach den Gründen der Flucht und ihrer Herkunft befragt. Jeder der rund 3500 Menschen im Lager Luwani im Süden Malawis hat seine eigene Fluchtgeschichte. Doch sie alle eint die Angst vor einem Aufflammen der Gewalt in ihrer Heimat, deren Opfer viele schon jetzt geworden sind, sagt Elsie. Diejenigen, die momentan kommen, kommen, weil sie Armeefahrzeuge mit Waffen gesehen haben. Das ist das, was sie angeben. Das hat sie hierher gebracht. Aber anfangs waren auch einige dabei, die geschlagen worden waren. Sie sagen, sie wurden geschlagen und ihre Häuser seien verbrannt worden. Anfang letzten Jahres war der Konflikt der ehemaligen Kriegsgegner der Regierungspartei Frelimo und der oppositionellen Renamo wieder eskaliert. Tausende flüchteten damals nach Malawi. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt. Deswegen hat das UNHCR ein besonderes Programm gestartet. Denn eigentlich sollen die Menschen nach Hause zurückkehren. Wir werden eine Reise- und Berichtsmission starten. Das heißt, dass wir einige Flüchtlinge aus verschiedenen Regionen aussuchen werden. Sie werden in ihre Heimat zurückkehren, dort eine Nacht mit uns, dem UNHCR, verbringen und dann kommen sie wieder hier nach Malawi und berichten von ihren Erfahrungen. Viele glauben den Beteuerungen der Regierung in Maputo nicht, dass niemand etwas zu befürchten hat, der nach Hause zurückkehrt. Der UNHCR bereitet sich deswegen darauf vor, dass die Menschen hier eine Weile bleiben werden und versucht, deren Aufenthalt im Camp zu erleichtern. Ein Zelt beherbergt eine fünfköpfige Familie. Wenn sie mehr sind, bekommen sie zwei Zelte. Und sie bleiben dann eine oder zwei Wochen hier. Allerdings sind wir im Moment etwas knapp an anderen Behelfsunterkünften, sodass manche bereits seit einem Monat hier sind. Fatima Diverson und ihre fünf Kinder sind gerade erst in Luwani angekommen. Sie ist schon seit Monaten unterwegs, hat erst immer wieder im eigenen Land Unterschlupf gesucht. Der Krieg hat mich hierher gebracht. Meine anderen Kinder wurden getötet, auch mein Mann. Als ich floh, floh ich, um meine anderen Kinder zu schützen, um ihnen hier in Malawi das Leben zu retten. Fatima will erstmal nicht wieder zurück, trotz relativer Ruhe in Mosambik. Die Spannungen zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern könnten jederzeit wieder zunehmen, befürchtet sie. Der UNHCR hofft dagegen, dass in den nächsten Jahren die letzten Flüchtlinge das Lager wieder verlassen können. Ohne glaubwürdige Friedens- und Sicherheitsgarantien aus Maputo wird daraus aber möglicherweise nichts.